Ja, so viel zum Radiotatort. Damit kommen wir wieder in den kommerziellen Bereich und zurück zu Titania. Titania hat ja natürlich nicht nur die zwei Gruselkabinette rausgebracht, sondern auch eine neue Folge Sherlock Holmes. Und zwar sind wir ja schon länger jetzt bei den Klassikern angelangt und da ist einer jetzt nachgereicht worden mit der Folge 18, der Mann mit der entstellten Lippe. Ja. Ja, die Geschichte kennt man und das ist wieder mal so ein bisschen das Problem, dass der Gag quasi vorweg schon bekannt ist, aber nichtsdestotrotz, also was mich auch das letzte Mal nicht großartig gestört hat, ist auch jetzt wieder der Fall. Mhm. Weil das einfach so gut inszeniert ist, dass man da einfach wenig Gedanken dran verliert, dass man da eigentlich die Auflösung schon kennt. Ja. Und die Geschichte ist halt schon sehr dramatisch. Ja, ich finde, das mit der Auflösung ist halt, ja klar, weil man es kennt, aber wenn man es nicht kennen würde, wäre das halt wirklich ein super Fall von Holmes, weil das halt wirklich so eine schöne Ermittlungslinie ist, die da drin stattfindet. Vom Format her finde ich die wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, und auch außergewöhnlich gleich am Anfang, diese Opiumhöhle da. Ja, das kommt ja dann später öfter vor. Also er hatte, gibt's ja mehrere Geschichten, als Doyle sich so ein bisschen der Figur überdrüssig würde, dass er da vielleicht so angefangen hat, dem so paar besondere Macken mitzugeben, unter anderem diese Opiumrausche, spielt ja am Anfang weniger eine Rolle und dann hat er das ja dann teilweise explizit dargestellt. Hier passt es auch halt gut, weil das ja auch wieder so die Verbindung in dieses Milieu ist. Da macht das ja schon Sinn von der Story her. Aber das finde ich schon gut, ja. Ich glaube auch und so, in der Form wird es auch sonst nicht dargestellt. Dass Watson sich so auf die Suche begibt nach ihm. Und ich glaube, das ist dann, glaube ich, schon einzigartig bei den Storys. Also, dass man so tief in die Materie da eintaucht. Also wirklich hervorragend. Ja. Wie schon die letzte Folge und die davor. Also, die Klassiker machen in dem Titanengewand wirklich sehr viel Freude. Liegt natürlich an Titania selber, an der tollen Atmosphäre, die da gezaubert wird. Aber doch schon auch am Duo. Das Duo ist einfach großartig. Ja, die harmonieren. Das ist wirklich, ist mein Lieblingsduo eigentlich. Das sagte ich ja schon immer. Ich finde das ja halt, weil die halt eben nicht so dieses Altherren Holmes und Watson sind. Genau. Das gefällt mir halt sehr, sehr gut, weil es im Regelfall ja auch nicht so ist. Vom Original meinst du angenehm. Im Original sind die ja auch eher jünger. Ja, also wieder mal Lob. Also mit den drei Produktionen, die jetzt rauskamen, ist Titania ja wieder vorne dabei, muss man sagen, im April. Das ist schon sehr, sehr stark. Deutliche Ausrufezeichen gesetzt. Ja, deutliche Ausrufezeichen haben im Vorfeld auch eine Serie gesetzt, die Lübbe Audio angekündigt hat und die im Mitte April dann das Licht der Welt erblickt. Und zwar geht's um The Walking Dead, ein Hörspiel oder eine Hörspielreihe, Serie ist es ja tatsächlich schon, eine Serie nach den Comics von, wie heißt der gute Mann? Robert Kirkman. Genau. Also ich kannte diese, du bist ja Walking Dead Fernsehgucker zumindest. Mit Freuden mittlerweile wieder, also mit so einigen Durchhängern zwischendurch, aber mittlerweile finde ich es doch schon wieder sehr, sehr stark, Ja, also ich hatte gar keine Idee von der Serie. Also ich wusste zwar, um was es bei Walking Dead geht, klar, aber ich war noch ganz unbelegt. Das also ist doch perfekt. Perfekte Ausgangssituation. Ja, nach der ersten Folge, beziehungsweise beim Hören der ersten und auch bei der zweiten Folge, muss ich sagen, ach ja. Da war so alles drin, was man in dem Genre Zombie erwartet. Also das war so, ich dachte, ja, da Zombie, dann marschieren die in eine Stadt mit Geschäft und versuchen Lebensmittel. Das ist irgendwie so alles, wie man es kennt. Mhm. Ab der dritten Folge, finde ich, wird das Ding richtig gut. Als die auf diese Farm kommen, hast du die vier Folgen schon gehört? Ja, und der Schnitt ist tatsächlich bei mir ähnlich gewesen, weil Folge 1 und 2 decken so ungefähr die erste Staffel ab. Die erste Staffel fand ich damals auch, das ist halt Zombie-Standard quasi. Ja. Ach, das ist die komplette erste Staffel. Das ist die komplette erste Staffel. Das wird da nochmal ein Wort zur Umsetzung. Finde ich sehr interessant gemacht, weil man sich wirklich eine Eigenständigkeit erarbeitet hat. Und das ist schon, das finde ich sehr, sehr gut. Also man hat an einigen Stellen sinnvoll gekürzt. Auf andere Sachen geht man tatsächlich auch mehr ein. Das passiert auch im weiteren Verlauf, dass bestimmten Personen und bestimmten Situationen einfach mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird und die Geschichte halt wirklich eigenständig erzählt wird. Und man setzt sich tatsächlich auch vom Fernsehformat an vielen Stellen deutlich ab. Das tut auch, finde ich, der Hörspielserie. Ja, es ist ja auch nach den Comics gemacht. Also es kann ja sein, dass die Comics da eine andere Ausrichtung haben wie die Fernseher. Das hat man ja auch bei Deadwood gesehen. Aber selbst was das anbelangt, muss ich sagen, hat man sich da auch nochmal eine Form von Eigenständigkeit erarbeiten müssen natürlich, weil Comics umsetzen ist prinzipiell, glaube ich, schon schwierig. Ja. Weil Comics, die leben ja vom Bild. Mhm. Und
stelle ich mir schwierig vor, das wirklich adäquat eben nicht so, umzusetzen, sondern wirklich auch eine Form von Eigenständigkeit diesbezüglich. Also wirklich ein Hörspiel draus zu machen, mit den Stärken des Hörspiels zu spielen. Ja. Und das gelingt, finde ich, dann auch ab Folge 3 erst so richtig. Ja, und ich finde aber, der 3 ist halt diese Besonderheit, als man auf diese Farm kommt mit dem Tierarzt, als dann plötzlich da das Problem mit der Scheune bekannt wird. Genau. Weil da kriegt das Ganze plötzlich einen ganz, ganz anderen Touch, eine ganz andere Idee dahinter, dass man plötzlich ja so tief psychologische Fragen sich plötzlich stellt in dieser Serie, auf die man nie gekommen wäre. Also ich hätte nie so weit gedacht, wie dieser Arzt denkt. Und das finde ich dann schon wirklich bemerkenswert, dass man tatsächlich zu einem gesetzten Genre, was also wirklich so irgendwie manifestiert ist, wie man das auch in den ersten zwei Folgen merkt, das ist halt wirklich, da gibt es kaum Bewegung nach links und rechts. Das ist halt Zombie, läuft halt in einer gewissen Spur. Und dass man dem tatsächlich dann noch neue Aspekte hinzufügen kann, das finde ich wirklich super. Also da war ich dann wirklich gefangen und ab da finde ich es dann wirklich super. Ja, also ich auch. Und es hat irgendwie was Spezielles. Ich kann es nicht hundertprozentig genau festmachen, was das ist, aber die Produktion hat irgendwie was Spezielles von der Art, wie man erzählt. Dann gibt's manche Szenen, zum Beispiel als der Junge angeschossen wird, das einen wirklich rausreißt, auch aus der Geschichte, das auch ganz speziell inszeniert ist. Jetzt nicht träumerisch, aber also man wird aus dem Kontext irgendwie rausgerissen. Ja. Und an den Stellen ist das Ding, finde ich, auch wirklich gut dann. Also richtig gut. Ja. Und so drumherum, also gerade am Anfang habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Aber die 3 war dann wirklich auch für mich der Knackpunkt, wo es dann richtig gut wurde. Lustigerweise ist es mir in der Fernsehserie damals, was die Geschichte anbelangt, auch so gegangen. Dass genau die Geschichte, wo es um die Scheune geht, das war für mich auch der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt wird's gut. Vielleicht wusste man das auch bei Lübbe Audio. Ja. Also es ist ja schon ungewöhnlich, dass man 4 Folgen auf einen Schlag raushaut. Vielleicht hatte man schon die Idee, dass man dachte, mit 1 und 2 alleine, kriegt man vielleicht die Leute nicht unbedingt. Auch immer wieder spannend, wie die Geschichte angelegt ist, man darf sich nicht allzu sehr an Hauptcharaktere klammern. Weil die eben in dieser Welt, das finde ich halt sehr realistisch abgebildet, innerhalb des Zombie-Kosmos, dass die halt unter ständiger Lebensgefahr leben und draufgehen können. Und wirklich in jeder Sekunde draufgehen können. Was ich auch schön finde, dass man nicht diesen strahlenden Held nicht auch hat. Ja, das ist... Das ist auch sehr, sehr gut. Also es ist halt, man merkt, es ist kein amerikanisches, direkt kein amerikanisches Format. Ja, und dieses moralische Dilemma am Anfang mit dieser Dreierbeziehung quasi, die den Anfang trägt, das ist schon sehr interessant. Ja, und auch wie ungerecht es im Endeffekt dem Freund von Rick gegenüber ist und die ganze Situation am Anfang und also finde ich sehr, sehr viel für eine Zombie-Geschichte unglaublich viel Futter drin. Ja, für die kommenden Folgen, da ist bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich schon drauf. Eben weil es auch und das wirklich, muss man lobend unterstreichen, weil sich's wirklich eine Eigenständigkeit erarbeitet hat. Und das schon innerhalb der ersten 4 Folgen. Weil man mit Zombies nicht unbedingt totgeworfen wird. Das finde ich auch sehr angenehm, dieser Splitter im Vordergrund steht. Und sehr spannend fand ich auch das Format, in dem man das rausbringt. Diese Kapiteleinteilung. Ja. Also dass man wirklich 3 Kapitel, wirklich auch mehr oder minder abgeschlossene 3 Kapitel auf eine CD gepackt hat, die sehr kurzweilig wirken. Ja. Das macht das Ganze sehr, sehr flott insgesamt. Und das hört sich wirklich super weg und man möchte eigentlich gar keine Pause machen und gleich weiterhören. Ja, also ich bin auch sehr angetan, muss ich sagen. Ja. Auch spannend, was den Hintergrund anbelangt, das wusste ich ja gar nicht, mit diesem polnischen Hintergrund, den das Ganze hat. Ja, nee, das war mir auch absolut unbekannt. Völlig unbekannt vorher. Sehr interessant. Also es gibt ein polnisches Originalhörspiel, das ins Deutsche übersetzt wurde und dann unter anderem von Steel mit umgesetzt wurde. Also die Dialoge wurden ja von Steel übernommen, ne? Da bin ich jetzt ganz unbelegt. Ich habe jetzt nur also irgendwas von polnischer Vorlage gehört. Also ich wusste nicht mehr, dass es ein Hörspiel ist. Na, es ist ein polnisches Originalhörspiel. Ich wusste gar nicht, dass es in Polen dass es überhaupt polnische Hörspiele gibt, mit was man da... Also gerade so erzählende Hörspiele. Also im Kunstbereich ist man ja so, europaweit gibt es ja überall. Ja. Aber so erzählendes Hörspiel, dachte ich, das wäre überall mittlerweile tot, außer in Deutschland. Na anscheinend nicht. Also spannendes Projekt, wirklich. Und bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich schon. Ja, ich auch. Tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet. Würde ich ehrlich sagen. Du und Zombies, Mensch, dass eine Liebe noch wird hier. Wir wären auch dicke Kumpel. Nicht zu kräftig die Hand schütteln. Weiß die reißt und so. Ja, kann ins Auge gehen. Ja. Apropos, kann ins Auge gehen. So was ganz anderes. Ja, TKKG 191 Nord-Nordwest zum Hexenplatz kam bei Europa raus. Ein Titel zum Schreien irgendwie. Also da dachte was wird das denn jetzt werden? Und dann fing das plötzlich richtig gut an, muss ich sagen. Ja.
war auch überrascht am Anfang. Also das war ja am Anfang, war das ja echt eine tolle und spannende, das mich so an diese ersten Abenteuer erinnert hat, so leere Grab im Moor, so hat dieses Flair hat es so, da fühlte ich mich so dran erinnert. Und ja, hinten raus ist es dann natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, so eine gute 8 auf der nach oben offenen unheimlichen Drachenskala. Also das da ist schon sehr merkwürdig. Man denkt, was soll das? Also welche Kanonen da wieder auf die Spatzen gehalten werden. Ja, aber ist das merkwürdig, aber im Endeffekt bleibt man ja da schon im TKKG-Universum, auch was die alten Folgen anbelangt. Das war doch schon immer so bei TKKG eigentlich, oder auch am Anfang, dass das immer sehr bescheuert war, wenn es auf die Auflösung hinging. Ja. Schon also, merkwürdig, mit welchen Aufwand man betreibt, um da dieses Verbrechen da durchzuziehen. Also ich bin erstmal sehr angenehm überrascht, dass dieses Geocaching doch relativ im Hintergrund ist. Ja, danke. Da hatte ich am Anfang auch, da habe ich schon echt geschluckt und habe gedacht, oh nein, bitte nicht jetzt. Alle drei Szenen stehen die an einem anderen Baum und suchen Tupperdosen. Ja, das war ja zum Glück schnell gegessen. Ja, aber also ja, diese Hexengeschichte, dann, in die es dann ging, ja, das ist schon, ja, geht so. Was Atmosphäre und so anbelangt, das und diesen Flair, mal, ja, dieses Draußensein an sich, eben das, was so eine Geocaching-Folge dann auch rahmenmäßig vorweg gibt, das ist schon gut genutzt worden. Mhm. Und da ist schon viel Flair reingepackt worden, noch. Das hat mir auch gefallen. Ja, noch dieses Geheimnisvolle, also mit diesem Enduro-Fahrer, der dann da plötzlich auftaucht, das Flugzeug und so, das ist schon, weil man das ja überhaupt nicht irgendwie in Verbindung kriegt. Also man wird ja da auf verschiedene Pferden gelockt mit der Windkraft und dem Storch und Gedöns. Also man kommt ja da auf verschiedene Ideen, was dahinter stecken könnte. Aber gut, dafür enttäuscht es dann ein bisschen, wenn man dann die Auflösung da hört. Aber wie gesagt, bis dahin hat man ja dann ein echt unterhaltsames und sehr abenteuerliches Hörspiel gehört. Ja, und kurzweilig ist auch. Ja, sehr kurzweilig, ja. Also ich bin angenehm angetan von TKKG im Moment. Die letzte Folge war doch auch schon relativ gut, ne? Die fanden wir doch so super. Ja. Weil die so mal ganz anders war. Ach stimmt, das war ja das mit dem... Also zu den TKKG-Kosmos nochmal auf Null gestellt und hätten wir irgendwie von vorne angefangen. Die Rache-Geschichte, ne? Na, gerne weiter so. Ja, also wenn uns TKKG schon nicht mit dem Wahnsinn überrollt, dann schafft es doch die nächste Folge, die... Warum auch immer neu aufgelegt wurde, und zwar geht es um Excalibur, das Zauberschwert. Ein Hörspiel, was in den 80er Jahren, ich glaube 88, bei Junior auf den Markt kam, ganze 3 Folgen hatte und danach vollkommen zu Recht in Vergessenheit geraten ist, bis die Firma SJ Entertainment auf den glorreichen Gedanken wäre, das wäre mal was man im April 2015 nochmal auf den Markt schmeißen könnte. Und war eine gute Idee? Klang ja jetzt nicht so vom Ansatz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich so einen Mist schon mal bewusst gehört habe und tatsächlich durchgehalten habe. Also normalerweise denkt man ja, das geht nicht an mich, macht man nach 10 Minuten aus. Das hat man ja so im Radio schon mal öfter, dass man so sagt, das ist jetzt nicht so, ist halt, das liegt mir nicht. Hier, das ist tatsächlich wie ein Verkehrsunfall. Man sitzt staunend vorm Player und denkt, nee, das kann nicht wahr sein, oder? Fantasy ist ja sowieso nicht meins. Das ist schon mal vorneweg. Dann ist das eine dermaßen blöde Idee, He-Man-Universum irgendwie anders darzustellen. Also wenn man allein den Ruf bei der Macht von Stonewall. Ich musste dann die ganze Zeit aus der Mischung aus Rockwool und Steinwolle denken. Also irgendwie habe ich die ganze Zeit an irgendwelche Dämmmatten gedacht bei Stonewall, warum auch immer. Und dieses blöde Schwert und also die Figuren und es wird mit einem Pathos da drin erzählt, jede Stimme mit Effekt unterlegt, damit das auch ja irgendwie ganz besonders klingt. Aber das ist doch schön 80er eigentlich, das passt doch in die Zeit. Ja, und allein wegen der Musik muss es eigentlich hören, dieses Keyboard-Gedudel, das ist, also leck mich fett, ist das ein Müll. Also mal ganz ehrlich, das muss man eigentlich allein deswegen gehört haben, weil man denkt, Das kann doch nicht gehen. Da kann doch keiner ernsthaft im Studio gesessen haben oder am Schluss gesagt haben, jo, das ist gut, das machen wir so. Ich weiß nicht, ob man... Gut, ich kenne die Original He-Man nicht. Ich habe nie eine Folge gehört. Kann natürlich sein, dass die ähnlich schräg erzählt sind. Ja, die Geschichten sind ja von H.G. Francis. Und der hat sich halt quasi zu jedem Ding, das neu rausgekommen ist, hat er sich irgendwie eine Geschichte überlegt und das in den He-Man-Kosmos verpflanzt. Und dann am Schluss halt noch so eine episch über mehrere Folgen dauernde Geschichte. Aber war das denn auch so schräg inszeniert mit so Das ist großartig inszeniert. Das war die gute alte Europa-Zeit. Also das ist ganz, 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 ganz merkwürdig. Also wie gesagt, ich muss eigentlich eine Empfehlung aussprechen, weil das muss man eigentlich mal gehört haben.
Das ist halt wirklich das Sexappeal von einem Verkehrsunfall. Wir sollten den Schrecken des Monats noch einführen vielleicht. Ja, das ist wirklich, ich sitze fassungslos davor. Aber du hast alle drei Folgen durchgehalten? Nein, nein, ich habe nur die erste gehört. Ich habe nur die zweite, höre ich jetzt immer. Wenn ich dann nämlich anfange, dann höre ich die wieder und sitze wieder mit dem offenen Mund davor und kriege irgendwie nichts mehr Gescheites gehört, weil ich total dann hypnotisiert. Total im Muff-Modus bin. Erstaunlich. Dass sowas dann auf CD rauskommt. Da scheint es einen Fan zu geben oder mehrere. Anders kannst du dir ja sowas nicht erklären dann wahrscheinlich. Also ich habe von der Serie auch nie was vorher gehört. Also ich weiß nicht, vielleicht ist die selten, dass das vielleicht so eine gesuchte Serie, dass jeder sagt, ich Weißt du was? Ich habe gerade meinen Katalog zur Hand. Ich guck mal rein. 7,50 Euro EMC. Selten scheint es jetzt auch nicht zu sein. Aber so Junior-Sachen sind ja auch eigentlich nicht selten. Das scheint es tatsächlich dann einen Fan zu geben oder mehrere. Ja. Und jetzt einen zusätzlichen mit dir. Nein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall was hängen bleibt. Ja, das ist, das prägt sich ein. Das ist wie Gefährten der Magie. Das werde ich auch nicht mehr los. Das ist jetzt das nächste, was. Ja, hat es dann auch so eine schöne Titelmelodie? Ja, die, also bei der Titelmelodie muss Excalibur noch am Pathos arbeiten. Das ist halt eher so Keyboard, nur Keyboard-Gedöns, während bei Gefährten der Magie ja noch richtig mit Inbrunst und Pathos gesungen wird. Also es ist so Orgelpaule in Synth. Ja, in billigem Synth. Ach, schön. So, das klingt so nach Quelle-Keyboard, so für 49,95 D-Mark. Wo er dann so eine Drum-Machine noch dazu schaltet. Genau. Wenn der Lambada nicht dabei gewesen wäre, hätte ich es nicht gekauft. Der Schrecken des Monats. Sollten wir beibehalten. Ja, das ist eigentlich eine Idee. Na, dann stecken wir das Schwert wieder in den Stein. In den Stein bitte und in den Stonewall. Weil der macht so Stonewall. Steinwall. Oh mein Gott. Vielleicht steckt er da nicht in Stein, sondern in so einer Dämmmatte tatsächlich drin. Ja, ich glaube, jetzt brauche ich mal eine Pause und du musst mal erzählen, wie Hunter war. Den habe ich nämlich nicht gehört. Ja, Radioproduktion von Tom Noga beim WDR Hörspielspeicher gibt's zu hören. Eine Produktion aus 2007. Hunter aus dem Leben eines Outlaws von Tom Noga ist schon mal eingeschränkt. Mehr Feature denn Hörspiel. Aber es ist dann doch, hat dann doch so Hörspielelemente. Und zwar wird die Geschichte von Hunter S. Thompson erzählt, der ja zumindest nach Fear and Loathing in Las Vegas doch sehr, sehr bekannt sein dürfte. Der Erfinder des Gonzo-Journalismus. Wobei ich immer noch nicht so genau verstanden habe, was denn dieser Gonzo-Journalismus jetzt ist. Das klingt für mich immer so als... Krumme lila Nasen wahrscheinlich. Das heißt, ein Journalist pfeift sich Drogen rein, nimmt aktiv am Geschehen teil und schreibt darüber. Also so richtig verstanden habe ich das nicht. Auf jeden Fall geht es um sehr, sehr viel Drogen, wie man sich das fast schon denken könnte. Um diese unglaublich schräge Figur des Hunter S. Thompson, der auch Familienvater war und über so krasse Sachen geschrieben hat. Also, was mir zum Beispiel neu war, was ich sehr interessant fand, ist, dass der ja über längere Zeit eine Rockergang begleitet hat und über die geschrieben hat und dann natürlich diesen berühmten Las Vegas-Trip gemacht hat, über das er dann ein Buch geschrieben hat. Ja, das Ganze ist dann dementsprechend auch sehr bunt und sehr schrill und sehr schräg inszeniert. Insgesamt, also für Freunde, denen der Film auf jeden Fall gefallen hat, ist das eine absolute Empfehlung, weil das diese Figur ja mit so einem journalistischen Hintergrund nochmal beleuchtet. Also vor allem auch, wo er herkommt, was er damals gemacht hat, wie er sein Geld verdient hat und was aus ihm dann auch nach dem Buch geworden ist. Das ist ja auch sehr spannend, weil da ja dann nicht mehr so viel nachkam. Also er hat ja weiter Bücher geschrieben, aber das Problem ist, dass er halt sehr zeitverhaftet war. Er konnte halt das, was er da gemacht hat, Konzo-Journalismus, der war halt eigentlich auch nur in dieser Zeit möglich. Weil nimmst du das aus diesem zeitlichen Kontext raus, funktioniert das halt irgendwie nicht mehr. Auch wenn er sich und diese, ja, er ist ja fast schon eine Figur, wenn man so will, sich treu geblieben ist, funktioniert das halt in der anderen Zeit nicht mehr so richtig. Und das wird eben auch schön rausgearbeitet, finde ich. Also ist ein sehr spannendes Feature, fand ich sehr hörenswert und also gerade wer sich für die Zeit damals interessiert, diese verrauschte Zeit und etwas sehr Schräges trotzdem hören will, der ist bei Hunter, finde ich, genau richtig und sollte da mal ein Ohr riskieren. Also produziert ist das Ganze natürlich tipptopp, ist der WDR. Doch, fand ich sehr spannend und sehr interessant und ja, ich bin ja auch ein Fan des Films, ich mag den, der ist so herrlich schräg und so grandios gespielt.
Benicio del Toro spielt den Anwalt, den ich damals erst am Schluss des Films erkannt habe. Ach, das Benicio del Toro, um Himmels Willen. Kennst du den, um Gottes Willen? Der ist auch so aufgedunsen im Film. Der schützt noch nie gehört, den Namen. Wer ist das denn? Muss man den kennen? Den kennst du sofort, wenn du den siehst. Echt? Ja. Wenn du gesagt Benicio del Toro hast, gesagt, ja, der wird wahrscheinlich bei Real Madrid spielen. fast. Barcelona. Hauptsache Spanien. Ja, nee, also wirklich fand ich sehr hörenswert und sehr schräg und bietet trotzdem auch, wenn man den Film in- und auswendig kennt, immer noch genügend Futter, weil eben vor allem die Geschichte danach erzählt wird und das, was davor passiert ist, also gerade diese Geschichte mit dieser Rocker-Gang, ist schon sehr, sehr schräg und spannend. Mhm. Und eben auch, was, ja, es ist einfach nicht schön, aber interessant, dass eben Hunter S. Thompson auch Familienvater war und eben irgendwie seine Familie auch durchbringen musste. Also sehr, sehr merkwürdig und eine sehr schrille Figur. Meine Fresse, wie schrill kann man denn sein als ein Mensch? Unglaublich. Nee, da bin ich bin froh, dass ich ein Spießer bin. Es ist auch anstrengend. Ja. Wie anstrengend ist das denn, so ein Leben zu führen? Heieiei. Nee. Ja, nicht einfach. Ja, auch ein nicht einfaches Leben hat der nächste Protagonist aus dem nächsten Hörspiel. Und zwar geht es um Oskar und die Frauen. Das erschien Ende April im WDR 5 Hörspiel am Dienstag und ist seitdem auch im WDR Hörspielspeicher zur Verfügung. Oskar und die Frauen. Oskar ist ein Drehbuchautor, der Telenovelas schreibt und eigentlich nur schreiben kann, wenn er verliebt ist. So sagt man. Oh. Nur seine Freundin verlässt ihn gerade in der wichtigen Phase des Drehbuchschreibens und jetzt läuft auch der Produzent amok, weil Oskar braucht dringend eine Frau und ja, daraus entspinnt der Autor mit dem komplizierten Namen Santiago Roncagliolo, würde ich sagen, oder? Das klingt so. Was so zumindest aussprechen würde vielleicht. Ja, der erzählt also eine lustige Mediensatire ohne großen Tiefgang. Also es ist also doch eher so, ist ein sehr unterhaltsamer Stoff. Sehr spannend ist, dass der abgefragte Produzent der Telenovela, der 1000 Frauengeschichten spielt, von Hugo Egon Balder gesprochen wird. Finde ich eine seltsame Idee. Ich weiß nicht, wie man bei dem Gedanken dieser Rolle auf Hugo Egon Balder kommt, aber es stand vielleicht gerade so. Er macht das schon gut. Also er gibt dieser Figur eine gewisse Glaubwürdigkeit. Warum auch immer. Ja, also ich wurde sehr angenehm unterhalten. Also es ist jetzt nichts, wo man in 20 Jahren noch seinen Enkel von erzählt, aber das ist wirklich eine sehr schöne, lustige und unterhaltsame Hörspielstunde. Also würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr auch mal sowas Leichtes hören wollt. Viele machen das ja gerne. Hugo Egon Balder. Als Stückspiel ist ja überhaupt viele, viele gute dabei. Also Peter Frick ist Erzähler und dann Johanna Gastorf, Inga Busch. Also es ist ganz, ganz viel und ganz bunt und sehr, sehr schön. Und ja, schöne, krude Komödie. Hugo Egon Balder ist einer meiner Lieblingspromis, muss ich sagen. Der hat so eine angenehme Art, mit Dingen umzugehen. Also der ist irgendwie, irgendwie hat er was. Ja, und man entdeckt immer wieder neue Seiten an ihm. Hast du das zufällig gesehen? Das kam im ZDF, sein familiärer Hintergrund. Weil seine Mutter, das wollte ich aber noch gucken. Weil seine Mutter im KZ war. Ja, und, ja. Was das quasi mit der Erziehung, also quasi aus ihm auch gemacht hat. Ja. Weswegen er so ist, wie er ist. Und das reflektiert er da so ein bisschen. Das ist sehr spannend. Weil er hatte diese wundervolle Einstellung, was schert mich, was Leute über mich denken. Leckt mich doch alle am Arsch. Das geht mir so an der Puppe-Herze vorbei. Ich finde das so toll. Ja. Er hätte doch großartige Typ. Ich weiß nicht, ob du die Sendung Kuttner Plus 2 gesehen hast, wo er dabei war. Nee. Das fand ich auch sehr angenehm, weil er da auch so in einer halben Stunde gut darstellen konnte, wie er ist. Also das war schon, der ist halt einfach glaubwürdig. Ja. Also der ist schräg, aber ich glaube, man merkt direkt, er spielt nichts. Also der ist halt so. Toll. Ja. Ja. Tolle Person. Dann haben wir noch was vom WDR. Ja, Peter Meisenbergs Sprich mit den Toten ist auch im April nochmal gesendet worden. Das lief schon mal 2010 und ist jetzt auch wieder im Hörspiel Speicher verfügbar. Darin geht es um einen Mann, der verwitwet ist und täglich zum Friedhof geht und mit seiner Frau spricht. Und zwar wirklich, weil er kann mit den Toten reden. Ein findiger Bestatter merkt das dann irgendwie, dass der so einen Draht hat und da auf die Bedürfnisse unheimlich der Angehörigen dann auch dadurch eingehen kann, weil er halt eben mit dem Toten reden kann und quasi da ein besonderes Verhältnis aufbauen kann und sich prima in die Situation reindenken kann. Und der Bestatter nutzt das und engagiert ihn, um halt eben die Angehörigen zu begleiten. Nur hat der Bestatter ein dunkles Geheimnis, wie er zu seinen Toten kommt. Diesem Geheimnis kommt der Protagonist des Hörspiels dann auf die Spur.
Ja, und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Also ich will jetzt nicht verraten, wie es ausgeht und auch nicht zu viel verraten, aber das ist schon sehr originell mit einem etwas merkwürdigen Schluss. Aber ich fand das eine super Idee. Diese Verbindung mit dem Jenseits, ohne dass man da jetzt irgendwie so mystisch irgendwas groß aufbaut. Das ist halt einfach so, wird so locker flockig erzählt. Also das hat mir schon richtig gut gefallen. Das fand ich schon eine sehr interessante Hörspielstunde. Würde ich empfehlen wollen. Ja, nochmal WDR-Hörspielspalte. Lass sie Haben gleich wir weitermachen, ja. Genau. Robert Wilson hat ein längeres Hörspiel geschrieben für den WDR, beziehungsweise nicht für den, unbedingt für den WDR, aber hat ich denke mal, es ist eine Buchvorlage, Stirb für mich heißt das Ganze, und der WDR hat das als Hörspiel umgearbeitet, als Hörspiel-Spezial, lief an zwei Abenden Ende April, Donnerstags und Freitags, mit je, ich glaube, knapp 2 Stunden sind das insgesamt, also insgesamt 4 Stunden dann. Stirb für mich, ein Thriller, der beginnt mit einer Entführung einer Tochter eines indischen Industriellen, der in England dann aber hauptsächlich unterwegs ist. Diese Entführung nimmt merkwürdige Formen an. Also man merkt, dass hier geht es nicht um Geld oder sonst irgendwas, hier geht es um was Besonderes. Diese Entführung kippt aber nach dem ersten Teil und wird in eine andere Richtung gelenkt. Und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt des Hörspiels. Also ich muss sagen, mich hat's nicht ganz gepackt, weil es ein immens großes Figurenkabinett war, die alle durcheinander gelaufen sind. Und ich fand das total verwirrend. Und es gibt tausend Nebenstränge, die dann irgendwie auch wieder da reinfließen. Das fand ich für ein Hörspiel fast zu überlastet. Also gerade wenn man denkt, man müsste das jetzt linear am Radio verfolgen und hätte nicht die Möglichkeit, nochmal zurückzuspulen, fand ich das fast zu komplex. Also das war mir trotz 4 Stunden Spielzeit zu wirr dann tatsächlich. Und gerade der zweite Teil, als diese wirklich sehr interessante Entführung, also die wirklich sehr grausam dargestellt wurde und dadurch eine unheimliche Aufmerksamkeit zieht, dass diese aufgelöst wird und in eine andere mündet, die anders motiviert ist, nimmt dem Ganzen unheimlich viel Schwung. Und das hat mich dann so ein bisschen enttäuscht. Also es ist nicht schlecht, aber ich hätte mir bei diesem Hörspiel Spezial und gerade bei einem Hörspiel in dieser Länge doch mehr erwartet. Gerade weil ich auch das letzte Hörspiel Spezial noch in guter Erinnerung hatte mit Andreas Fröhlich damals, als es um diese rechtsradikalen Terrorgruppen ging, was mich von der ersten bis zur letzten Minute total gefesselt hat. Das konnte man hier zumindest bei mir nicht erreichen. Ja, da war gut, die Erwartungshaltung entsprechend hoch und man hat sie nicht ganz erreichen können. Und insofern, ja, würde ich mal bedingt empfehlen. Also es ist gut produziert, keine Frage, aber mir war es viel zu dicht und ich hätte mir ein bisschen mehr Konsequenz in der Handlung gewünscht. Ja, weg aus dem Radio, auf den kommerziellen Markt zu einem Team, das uns sehr viel Freude bereitet hat in letzter Zeit. Das Team Undercover mit Folge 14 unter Haien ist auch im April rausgekommen bei Contendo Media. So, sämtliche Hüte ab. Das war eine der besten Kinder- und Jugendhörspielproduktionen, die ich seit längerem gehört habe. Ohne Wenn und Aber, das ist richtig toll. Von der ersten bis zur letzten Minute. Eine tolle Geschichte mit schönen Verwicklungen, schönen Twists, toll gesprochen, eine super Atmosphäre. Das ist das erste Mal, dass ich in so einem Kinder- und Jugendhörspiel Afrika richtig eingefangen bekommen habe, akustisch. Was die Musik anbelangt, toll, ich bin hin und weg. Punkt. Echt? Ja, ich kann gar nicht mehr sagen. Toll. Und Also du? ich fand's jetzt nicht schlecht, aber ich habe jetzt nicht jubelnd auf den Tisch gestanden. Echt nicht? Also ich Nee, fand's also ich fand's. großartig. Das ist toll austariert, das ist die richtige Dosis Action. Und gerade was diese Twists anbelangt, was man so manchmal an Jugendhörspielen mit so Ungereimtheiten hat, das ist da alles schön austariert, finde ich. Also gerade, dass eben das Team Undercover da das Heft in die Hand nimmt, zum Beispiel, als der Papa von Luisa da im Krankenhaus ist und so weiter, das ist alles schön austariert und alles nachvollziehbar. Und also gerade diese richtige Dosis Action, die da drin ist, und das ist so flott inszeniert und also ich bin hin und weg, ich fand die Okay. super. Großes Lob Ja, und ich hatte. mehr davon, Also, ich mehr habe. davon. Ja, also, ich fand's auch gut. Kann ich nicht anders sagen. Also, wie gesagt, die Begeisterungsstürme habe ich jetzt nicht so empfangen. Ja, mich haben so Kleinigkeiten haben mich ein bisschen gestört. Zum Beispiel diese, ich versage das jetzt ohne zu viel zu verraten, als am Ende plötzlich herauskommt, wer. Nee, kann man auch, verrät man schon zu viel. Na, wer dahinter steckt, doch, das oder wer Also Helfershelfer wie sich ist, ein ja. Täter da verrät, das fand ich ein bisschen platt, oder? Nö. Nee? Ja, also Okay. mich hat tatsächlich nichts gestört. Elf? Ja, ich Okay. habe auch immer gewartet, dass jetzt irgendwie Also eine Wendung was kommt, ich und ich gut fand, war dachte, oh. mit den militanten Tierschützern, dass man die da so quasi da so eingebaut hat.
Ja, und wie das passiert, so das meine ich mit, das meine ich auch mit austarieren, ne? Dass ja, da eben genau. beide Seiten quasi beleuchtet werden und ja, man sich selber so hinterfragt. Genau. Ja. Super, das ist ja. super. Und das zieht sich irgendwie gerade dieses Austarieren und dieses Umgehen von gerade ja Schwarz-Weiß-Denken ja. In vielen Belangen. Also ich fand das wirklich super, super gelöst. Und also mich hat vor allem geflasht, dieses afrikanische Flair, was darüber kommt. Mhm. Also gerade durch die Musik, ich weiß nicht, wo sie die Musik her hatten. Toll. Überhaupt nicht auftrapiert. Das kommt wirklich sehr echt rüber. Und also diese Tauchszenen, also es ist toll, wirklich ist ganz toll inszeniert und hat Schmiss und hat Action. Also Schwedz auf Jugendhörspiel. Also wenn das in der Form passiert, großartig. Da kommt auch keiner ran. Also wird mir in der Gestalt keiner einfallen, der das so hingekriegt hat, mit so viel Schmiss in letzter Zeit. Nö. Ja, stimmt schon, wenn man drüber nachdenkt. Es ist schon... Ja, wobei es auch in der Altersgruppe kaum noch was gibt, oder? Also für diese Altersgruppe. Das ist ja doch schon etwas für Ältere. Ja. Also so ist aber die alte TKKG-Zielgruppe, oder? Im Endeffekt ja. Ja, ja. Kannst du sagen. Und die sind ja jetzt alle so ein bisschen nach unten geschoben worden. So TKKG und Fünf Freunde und so, die sind ja alle so ein bisschen für die Jüngeren. Und für den Älteren ist ja eigentlich nichts mehr geblieben. Ja, stimmt schon. Die drei Fragezeichen ist ja oder ist ja eher, auch, eher was für Erwachsene. Der erste Referenzpunkt wären die drei Fragezeichen wahrscheinlich. Ja. TKKG, ja, TKKG und drei Fragezeichen, so eine Mixtur. Hat aber auch dadurch irgendwie eine Form von Eigenständigkeit. Also ja, ich fand es wirklich toll und also größtes Kompliment. Da hat man sich auch wirklich Gedanken gemacht bei der Inszenierung. Ja, auch die Idee, wie man ihn nach Afrika kriegt. Also das fand ich auch ganz gut. Also dass man das nicht so, man braucht halt einen relativ langen Anlauf. Dafür in einem anderen Jugendhörspiel wäre das einfach so gewesen, ich sehe jetzt einfach die sind jetzt einfach da. So, ja. Und dann hätte man mit zwei Sätzen erklärt, warum die da sind, und dann wäre es gut gewesen. Hier hatten wir ja schon, aber das dauert ja relativ lange. Aber das Ganze ohne Länge. Also ich hatte da nie das Gefühl, dass da irgendwie eine Form von Länge reingekommen ist. Nee. Aber das eben ausgehebelt. Mir ist halt nur aufgefallen, dass das in anderen, hätten wir das wahrscheinlich komplett weggelassen, so die ersten Viertelstunde ja. oder so. Ja. Aber das Ganze eben aufgefangen auch durch diese Familiengeschichte, die da im Hintergrund noch mit reinspielt, die auch überhaupt nicht aufgesetzt wirkt, wirklich nicht. Wo man sich am Anfang vielleicht denkt, oh, okay, mit dieser Vaterfigur, der ja Geld verprasst und so weiter oder irgendwelche komischen Geschäftsideen hat. Nee, das passt da auch wunderbar rein. Ja. Das ist echt toll. Und dass er da irgendwelchen Leuten Spoiler Geld schuldet und so weiter. Und da diese Titel unter Haien dann nochmal eine Rolle spielt. Also super. Ja, genau, das war auch eine clevere Idee. Toll. Dickes, fettes Kompliment. Contendo, ganz toll. Dann komme ich schon mal mit dem Radio um die Ecke. Der falsche Inder von Abbas Kida lief. Das ist eine WDR-Produktion aus 2012, die ich damals gehört habe. Das dürft ihr euch auch oder könnt ihr euch gerne beim WDR-Hörspielspeicher anhören. Es hat mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, aber es hat durch eine gewisse Leichtfertigkeit, die da erzählt wird, eine Leichtigkeit und fast schon Naivität, muss man sagen, mit der der Protagonist hier erzählt, aus seinem Leben sind die geschilderten Grausamkeiten total plastisch. Also das fasziniert total. Also ich möchte euch das dringend insofern ans Herz legen, wenn ihr etwas andere Erzählweisen mögt oder ausprobieren wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Das ist nämlich was, wo die Grenzen zwischen dem Erzähler, Autor und Hauptfigur so verschwimmen, ohne dass es da eigentlich tatsächlich eine Berührung gibt. Also das ist ganz toll gemacht. Wenn ihr mögt, im WDR-Hörspielspeicher ist das Ganze noch verfügbar. Das heißt, der falsche Inder und stammt von Abbas Kida. Das wollte ich noch gesagt haben, ganz kurz. Dann haben wir zum Abschluss noch mal einen Gast für den April, und zwar für das Hörspiel Die schwarze Fledermaus. Dann könnt ihr schon ahnen, wer in der Leitung ist. Hallo Patrick. Hallo. Grüß euch. Hallo, servus. Patrick hat seinen Kumpel Hall dabei. Hell heißt er. Ja, genau. H-A-L. Hell. Ah, okay. Ein netter Computer aus wie hat der Film geheißen? 2001. Ja, genau, danke. Ja, die schwarze Fledermaus, ein harmloser Fall. War er wirklich so harmlos? Er fängt harmlos an. Also das Ganze beginnt ja mit einem Klienten, also man muss ein bisschen vorgreifen. Wir haben ein paar Neuerungen in dem Ganzen, also neue Autorin, also das ist die erste Geschichte, die nicht von G.W. Jones stammt, sondern von Angelika Schröder hat die Autorin diesmal geheißen. Daher hat die Figur Tony Quinn auch eine kleine Neuerung erfahren, nämlich trotz Blindheit hat er wieder angefangen als Staatsanwalt zu arbeiten und übernimmt wieder schwere Verbrechensfälle, steigt aber des Nächtens auch wieder in sein Kostüm und macht als schwarze Fledermaus die Chicagoer Unterwelt unsicher.
Sein ewiger Gegenspieler McGrath lässt jedoch keine Gelegenheit aus, um hinter sein Geheimnis zu kommen. Also er, wie gesagt, wir wissen seit 3 Folgen, er ahnt, wer hinter der Maske steckt, kann es ihm aber nicht beweisen. Und jetzt versucht er, ihn mit einem Schachzug aus der Reserve zu locken, nämlich indem er ihn einen einfachen Bagatellfall schickt. Einen jungen Mann, der bei einem Museumsbesuch ein wertvolles Feuerzeug gesehen haben will, das seinem Onkel gehört, das vor kurzem bei einer merkwürdigen Geschichte verschwunden ist und sich jetzt im Besitz von einem anderen befindet. Das ruft einige finstere Gesellen auf den Plan, mitunter auch ein paar Angehörige des eines der größten Paten der Chicagoer Unterwelt. Und es beginnt wieder ein übliches Katz-und-Maus-Spiel zwischen Chicagoer Unterwelt, der schwarzen Fledermaus und Team. Ganz nebenbei, also man stößt dann auch noch auf illegale Spielclubs und üble Machenschaften, Geldbeträge, alles spielt sich ab im Zuge einer sehr dubiosen Spelunke. Und also Fans des Hardboiled Detective Novels, die ja ab dem Jahr 1939 durch Autoren wie Raymond Chandler geprägt wurden, mit seiner Figur Philip Marlowe, also die Leute dürften an dieser eigentlichen Groschenserie und an der Hörspielumsetzung wirklich ihre wahre Freude haben. Zwar jetzt nicht so großartig gelungen und so schmissig wie die vorangegangene 3. Folge aus der Fledermausreihe, aber ich kann es wirklich positivst betrommeln und auch positivst empfehlen. Wirklich eine klare Kaufempfehlung. Kaufen, kaufen, kaufen. Nicht zuletzt, weil die Serie auch noch einige Hörer brauchen könnte, wie mir ja von Winterzeit über Facebook durch die Blume zugeflüstert worden ist. Okay. Aber wie gesagt, also die Folge ist wirklich hörenswert. Nebenbei wird dann auch noch aufgeklärt, was es mit dem Verschwinden des merkwürdigen Feuerzeugs zu tun hat, das mitunter auch einen hohen Wert genießt auch. Also im Prinzip werden in einer Geschichte diesmal 2 Fälle aufgelöst. Ein wie gesagt, harmloser Fall. Und ein Fall, wo wirklich diesmal wieder scharf geschossen wird und wo Quinn diesmal wirklich in einer Art Doppelidentität agiert. Einerseits als Fledermaus, andererseits als anklagender Staatsanwalt wieder. Also die Neuerung tut der Fledermaus oder tut dem Charakter Quinn auch merklich gut. Das verleiht der Geschichte auch ein bisschen mehr den Anstrich, weil in den Originalgeschichten von Jones muss er ja Blindheit und vollkommene Untätigkeit vorschützen, damit ihm ja erstens einmal von Seiten McGrath nichts passiert und von anderen Seiten von der Chicagoer Unterwelt, bei der er sich ja mehr als einen Feind gemacht hat. Jetzt in dieser neuen Version von Angelika Schröder, die sich ja trotzdem in die Serie eingliedern muss irgendwie, agiert er wieder als Staatsanwalt, trotz Blindheit. Also er hat natürlich seine Sekretärinnen und auch sein treuer Spießgeselle Silk Kirby hilft ihm auch bei seinen Anwaltstätigkeiten auch. Also er stenotypiert, lässt sich Adressen geben, macht Laufburschendienste. Quinn ist eigentlich derjenige, der schaltet und waltet, sowohl als Fledermaus diesmal, aber auch als Staatsanwalt. Also eine Neuerung, die der Figur wirklich, wirklich gut tut. Was tut sich sonst? Musikalisch bewegen wir uns auch wieder auf einem sehr hohen Niveau. Also musikalisch schenkt man wirklich den Zeitgeist der End-30er ein. Die Geräuschkulisse, also auch da hat sich merklich was getan. Also man merkt, man hat aus den Anfangs-Kinderkrankheiten gelernt. Der Mix ist wesentlich besser und wesentlich geradliniger geworden. Bernd Vollbrecht als Erzähler gliedert sich auch wesentlich besser ein in die ganze Geschichte, als er es in den letzten Folgen getan hat. Man hat ihm irgendwie auch angemerkt, dass er sich in diesen Erzählerpassagen nicht ganz wohlfühlt. Also man kennt ihn ja eigentlich nur bei den Holmes Chronicles als, wen spricht er denn, Lestrade, glaube ich. Und natürlich auch aus Gabriel Byrnes. Und hier ist er jetzt, ich glaube, erstmals sogar dazu verdonnert worden, dass er auch einen Erzähler macht. Hat sich auch reingefunden mittlerweile in das Ganze. Und ja, wie gesagt, also ist zwar vielleicht nicht so gut wie die vorangegangene 3. Folge, aber ist doch eine gute Folge und ich kann sie ruhigen Gewissens, guten Gewissens empfehlen. Anhören, kaufen, 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 anhören. Das klingt doch gut. Ja, Patrick, dann vielen Dank für deine Eindrücke. Wir hören uns ja bestimmt im nächsten Monat, wenn du, wahrscheinlich hast du ja dann wieder irgendwas aus dem Winterzeit-Universum oder vielleicht auch sonst. Ich werde es versuchen. Ich glaube, ja. Die zweite Brand Classics-Folge steht ja auch ins Haus. Die Angst erwacht im Todesschloss, die man eigentlich schon von Lausch kennt. Aber ja, auf die Umsetzung ist man ja doch irgendwie gespannt. Schauen wir mal. Alles klar, dann wünsche ich dir heute noch viel Spaß. Frohes Schaffen. Ja, danke schön. Mach's gut. Ja, euch auch. Ciao. Tschüss, danke. Ja, das war Patrick. Kommen wir jetzt noch zu den Sachen, die wir vorgestellt hatten, schon mal.
Und zwar ist unter anderem rausgekommen, das hatten wir erwähnt, als die Geschichte nur als Download verfügbar war. Jetzt gibt's das Ganze auf CD, nämlich No Man's Land, Batman. Folge 2 Chaos gibt's bei Highscore Music. Ja, dann ist auch erschienen und im letzten Podcast schon vorgestellt worden, Elsa von Fred Breinersdorf, SWR-NDR-Koproduktion, die beim DAV erschienen ist und die du mittlerweile gehört hast. Ja, dickes, fettes Lob. Also eine ganz spannende Geschichte. Also Elsa war mir tatsächlich, habe ich beim Hören dann auch festgestellt, das war mir echt tatsächlich auch kein Begriff. Das ist echt merkwürdig eigentlich. Ist aber allerdings danach, als wir den letzten Orcast online gestellt haben, danach ist der mir im Fernsehen, bin ich fast totgeschlagen worden damit, also mit Dokus und also danach ist mir das Thema total präsent geworden. Vielleicht ist es auch da erst dann richtig aufgefallen. Ganz spannende Figur, hochinteressant, das ist ein ganz tolles Hörspiel auch, wirklich, was da draus geworden ist. Sehr feinfühlig, die Geschichte ist einfach sehr drastisch, gerade was mit dem Elsa dann bei dem Verhören und so passiert und sehr tragisch. Also später so Dokumentationen drüber gesehen habe, also auch das in der Geschichtsschreibung, der auch total polarisiert hat. Also es gab da tatsächlich welche, die behauptet haben, das ist ein Nazi-Schärke. Die Bandbreite ging also von dem Einzeltäter, wie auch hier dargestellt wird, bis halt eben zu einem Fake-Attentäter, der also quasi da nur so ein Attentat durchführen sollte, um halt eben Hitler zu stützen, anstatt ihn zu beseitigen. Ist schon sehr interessant, auch wie die Historie mit ihm umgeht, mit der Figur. Und auch die Wobei der aktuelle Stand ist wohl der auch in dem Hörspiel dargestellt wird. Das ist wohl so die momentan herrschende Meinung. Ja, und auch die Art, wie das erzählt wird, also parallel quasi diese Liebesgeschichte, die erzählt wird, parallel zum Anschlag, ist das Format, das man da gewählt hat mit diesem Hin- und Herspringen. Ja. Problematischer fand ich die Geschichte von Jens Rachut, Herzinfarkt, WDR-Produktion aus 2013, die jetzt eben beim Major-Label auch auf CD rausgekommen ist. Ja, ich weiß nicht. Mir war das ein bisschen... Nicht ein Großchen, soll ich dich auch mal ballen? Mir war das zu fancy, ganz ehrlich gesagt. Ja. Das ist eine sehr coole Idee eigentlich, sowas in der Form darzustellen, aber das wird schon sehr überstrapaziert. Und irgendwann hat man mich dann verloren, wo ich gedacht habe, oh, das ist echt zu viel. Ein Innodafma. Ja, wirklich, in Reinsform. Spannend ist natürlich die Gastauftritte. Das ist natürlich total krass. Das ist sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. Und so ein paar Szenen sind auch sehr witzig und schmissig geraten, aber so ist mir das zu, das ist schon zu kunstkackerig gemacht, das Ganze. Hätte nicht sein müssen, finde ich. Man hätte das irgendwie ein bisschen strikter. Na, so ab einem Drittel wird mir das zu verquer einfach. Wo dann das mit der Spenderniere da noch dazukommt und so. Das ist zwar alles sehr schräg witzig und humorig, aber insgesamt ist mir das zu verkünstelt geraten. Also wenn man das ein bisschen stringenter erzählt hätte, finde ich, hätte man aus dieser tollen, tollen Idee noch ein bisschen mehr rausholen können. So ist es. Bleibt das ein bisschen zu verschroben insgesamt. Also mir, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich aber auch Geschmackssache, könnte ich mir jetzt vorstellen. Jo. Aber interessant, dass das auf CD rauskommt. Das finde ich auch. Ne? Hängt wahrscheinlich auch an den Namen, die da noch mit reinspielen. Vermutlich, ja. Ah, interessante Produktion. Also das kann man wirklich in keinster Weise absprechen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da viele ihre Freude dran haben. Ja, schauen wir mal. Jo. Ja, rauskam auch Jugend ohne Gott. Auch das haben wir vorgestellt und auch das hast du mittlerweile gehört. Ja, unglaublich spannende Geschichte. Sehr eindringlich und gänsehauttreibend erzählt. Sehr unangenehmes Hörspiel. Wirklich die ganze Spielzeit über eigentlich. Das baut so eine komische Art von Suspense auf. Die eigentlich in diese Geschichte nur so halb reinpasst, aber irgendwie dann doch wie die Faust aufs Auge passt. Fand ich sehr, sehr spannend. Ganz unangenehme Atmosphäre, die einen auch lange verfolgt. Dann hatten wir noch Ausbruch eines Killers. Ein Peter-Axel-Spiel-Klassiker. Auch mit. Kann ich auch nur unterstreichen, was du gesagt hast. Okay. Es ist nicht der Überknaller, aber ist eine interessante Geschichte, auch eine sehr tragische Geschichte, also für die Hauptfigur im Endeffekt. Ja. Das ist ein schöner Klassiker, ist auch, also ja, gerade wenn man vom Ende her denkt, ist das schon sehr merkwürdig, was da, weil gerade was da am Ende passiert, ist unglaublich tragisch. Ja, ist wohl wahr. Theogonie. Nein. Warum kann ich das nicht aussprechen? Theogonie des Hesiod. Ja, genau, das hatten wir euch ja schon mal so angerissen. Ich habe es auch noch nicht fertig gehört. Es geht nicht an mich. Es bleibt dabei. Versuch war da, aber es wollte nicht. Es wollte nicht. Ja, auch vorgestellt haben wir euch vom Verschwinden der Nathalie Aschenbrenner, was ihr jetzt seit Mitte, Ende April komplett zum Downloaden könnt bei SWR 2. Das ist ja ein Sechsteiler gewesen, der über 6 Wochen lief, immer dienstagsabends und immer knappe halbe Stunde waren die Folgen lang.
Das Ganze ist von Friedrich Arnie und wie gesagt, steht jetzt komplett zum Download zur Verfügung. Ja, dann gibt es noch ein paar Sachen, die wir noch nicht gehört haben. Ja. Und zwar, macht den Anfang. 30. April 1945, der Tag, an dem Hitler sich erschoss und die Westbindung der Deutschen begann. Ja, das ist auch mehr Dokumentation denn Hörspiel. Also ich habe reingehört. Ich werde es wahrscheinlich nicht fertig hören können, obwohl es äußerst interessant ist. Aber es ist halt auch sehr, sehr lang und unsere Zeit ist ja immer sehr, sehr eingeschränkt. Aber wenn ihr euch für das Thema interessiert, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen wollen. Also was ich bisher gehört habe, ist wirklich sehr, sehr interessant. Dann gab es ja die eine Geschichte von Hugo Rendler in verschiedenen Varianten mit verschiedenen Dialekten. Es gab unter anderem die SRF-Variante Abquare. Genau. Dann gibt es eine Schlepperoper, Orpheus in der Oberwelt von End Company & Co. Eine WDR-Produktion aus 2015, die ich noch leider noch nicht gehört habe. Das wäre jetzt als nächstes dran gewesen. Das ist seit Mitte April im WDR-Hörspielspeicher verfügbar. Dann gab es noch einen weiteren PIDAX-Hörspielklassiker. Und zwar 1 Million für Krawall City, ein Hörspiel von Helmut Höfling, SWR-Produktion aus 1980, das mehr Lesung als Hörspiel war, ne? Es ist wohl mehr Lesung. Also ich habe noch nicht reingehört, weil ich wollte es eigentlich auch gehört haben, als ich dann hörte, ja, es ist wohl mehr Lesung. Habe ich dann erstmal gelassen, aber ich werde auf jeden Fall mal reinhören, um da meinen Eindruck zu kriegen und dann im nächsten Mal berichten. Ja, Batman No Man's Land Folge 5, Wahnsinn, gibt es digital schon bei Highscore Music und zwar das Ganze seit 10. April. Ja, dann ist tatsächlich auch der zweite Teil vom Trotzkopf erschienen mit dem Titel Das Gespenst vom Apfelbaum bei Dreamland Productions. Ja, die kleine Schnecke Monika Häuschen, Folge 41, warum haben Ohrenkriecher eine Zange? Genau, gute Frage. Wird wohl beantwortet in diesem Hörspiel. Ja, hoffen wir doch mal. Hast dich jetzt genug eingeschleimt? Ja. Dann gab es auch den allzweimonatlichen mittlerweile, ne? Oder ist man wieder monatlich? Man nee, ich glaube, wieder monatlich. Ja, echt? Oder? Also letzten Monat ist auch einer rausgekommen. Ja, kann sein, es kommt viel. Ja, ja. Geisterschocker, die 53. Das blutige Zeichen der Hexe. Bei der Romantruhe ist das Ganze rausgekommen. Ja, kleiner Rabe Socke, alles Schule bei Edition Silberfisch. Jo, dann Minitu, unvergessliche Abenteuer von Sandra Grimm ist bei Hörbuch Hamburg Edition Silberfisch ebenfalls rausgekommen. Ja, Mord in Serie, Folge 17, Terror hinter Gittern, kam auch im April bei Contendo Media raus. Und die neue Serie aus dem Hause Contendo Media, Potzblitz, die Zauberakademie mit den ersten beiden Folgen, ein zauberhafter Anfang und die verhexte Mitternachtsparty. Jo, und das wäre es dann auch gewesen. Ja. Mit dem April. Dann lassen wir den April sein und gucken in den Wonnemonat Mai.